Fight Every Crisis, globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. Willkommen zur Ringvorlesung der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Mein Name ist Benjamin Haas. Ich bin der Moderator der Veranstaltungsreihe. Wir beginnen heute mit dem letzten thematischen Block der Ringvorlesung. Er trägt die Überschrift Lokal denken und handeln. Während wir im vorangegangenen Block versucht haben, eher lokale Handlungsweisen des solidarischen und kooperativen Wirtschaftens in unterschiedlichen Teilen der Welt anzusehen, soll es in den letzten 5 Vorträgen nun dieses Semester um die Fragen gehen, wie lokale Praktiken und globale Strukturen zusammengebracht werden können. Wie kann politökonomisches Handeln ein gutes Leben für alle und in diesem Fall eben die gesamte Weltbevölkerung ermöglichen? Heute für den Auftakt freuen wir uns auf den Europaabgeordneten Sven Giegold. Herr Giegold ist Wirtschaftswissenschaftler, hat den Master in Wirtschaftspolitik und Entwicklung an der University of Birmingham studiert und seit 2009 ist er Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen aus Nordrhein-Westfalen. Er ist Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament, Obmann der Grünen-Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sven Giegold engagiert sich besonders für die Regulierung der Finanzmärkte im Interesse der Realwirtschaft und im Interesse der BürgerInnen und für die ökologische Transformation der europäischen Wirtschaft. Er ist seit über 20 Jahren in sozialen und ökologischen Bewegungen aktiv, war unter anderem an der Gründung von ATTAC in Deutschland beteiligt. Der Titel seines Referats heute lautet Europäische Demokratie und sozial-ökologische Transformation. Der Vortrag geht ungefähr eine halbe Stunde. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Sven Giegold, und ich übergebe das Wort an Sie. Ja, vielen Dank für die Einladung, auch mit so vielen visionären Mitvortragenden in dieser Ringvorlesung. Und ich würde gerne die Gelegenheit wahrnehmen, mal einige der Literatur, die zur Zukunft der europäischen Integration in den letzten Jahren erschienen sind, zu kontrastieren mit den Erfahrungen, die ich rund um die Reformen für soziale und ökologische Veränderungen in der EU gemacht habe. In der Debatte um die Zukunft der europäischen Integration gab es gerade von progressiver Seite aus eine wachsende Skepsis. Also wenn wir zum Beispiel die Veröffentlichungen von Wolfgang Streeck, Scharpf, aber auch zunehmend skeptische Töne bei Habermas sehen, dann sehen wir, dass dort eigentlich, ich versuche es so auf einen Nenner zu bringen, zum Zustand der europäischen Einigung folgende Vorstellung vorherrscht. Aufgrund der besonderen Konstitution der europäischen Demokratie als Mehrebenendemokratie, in der eben die europäische Regierung, also eigentlich etwa die Europäische Kommission, nicht direkt aus Wahlen hervorgeht, sondern gleichzeitig der Europäische Rat der Mitgliedsländer eine zentrale Rolle spielt und damit wir eigentlich ein Zwitterwesen haben zwischen einem Staatenbund und einer richtigen Föderation, dass daher es eben sehr schwer ist, innerhalb von Europa größere politische Veränderungen durchzusetzen, weil es so viele Vetospieler gibt und zudem die europäischen Verträge immer nur einstimmig geändert werden können und daher größere Richtungsänderungen im Rahmen der jetzigen Verfasstheit Europas sehr schwierig bis unmöglich sind. Bei Wolfgang Streeck und auch bei Scharpf und auch bei anderen Politikwissenschaftlern, zum Beispiel Andreas Nolte, führt das so weit, dass im Grunde der Neoliberalismus oder der Marktliberalismus der EU eingebrannt sind und von daher faktisch nicht zu verändern sind. Es gibt auch in der Juristerei eine parallele Debatte. Ich verweise zum Beispiel auf Professor Fisan, Verfassungsrechtler an der Uni Bielefeld, der sehr ähnliche Thesen vertritt, mit aus einer
juristischen Perspektive. Also sowohl aus progressiver Politikwissenschaft wie progressiver Juristerei gibt es eine Menge grundlegende Skepsis an die Veränderungsfähigkeit des europäischen Projekts. Demgegenüber steht eine viel optimistischere Sicht auf die europäische Integration, die etwa so argumentiert, alle Staaten in Europa sind so klein, angesichts der großen sozialökologischen Veränderungsnotwendigkeiten brauchen wir eine starke europäische Einigung, um auf internationaler Ebene überhaupt eine Chance haben, da einen relevanten Einfluss auf eine Korrekturänderung einer neoliberal geprägten Globalisierung in Richtung auf ein sozialökologisches Veränderungsprojekt nehmen zu können. Das ist sicherlich die Position, die ebenso in der Wissenschaft wie auch in der Politik vertreten werden. Und beide Positionen existieren. Jetzt ist natürlich angesichts des Klimawandels die Zeitnotwendigkeit enorm groß. Wir brauchen sehr schnell große Veränderungen. Und es gibt einen großen Konsens, dass die Tiefe des Wandels alleine schon aus der Sicht der Begrenztheit des Planeten, also der Stabilität unseres Ökosystems, so groß ist, dass wir für längere politikwissenschaftliche Experimente sicher keine Zeit mehr haben. Insofern waren die letzten Europawahlen schon ein interessanter Test. Und ich würde gerne an zwei Themen das mal ein wenig beleuchten, wie sich denn diese beiden Perspektiven, also eine eher skeptische, die sagt, die europäische Demokratie ist nicht zu größeren Richtungsänderungen weg von einem Marktliberalismus in der Lage, und eine zweite Perspektive, die sagt, nein, gerade Europa ist notwendig und kann auch eine stärkere sozial-ökologische Orientierung liefern, diese beiden Perspektiven anzuwenden auf zwei Testfälle. Zum einen die Frage, was ist mit dem Klimaschutz und der Notwendigkeit einer viel schnelleren Treibhausgasminderung in Europa, und auf der anderen Seite ein Thema, mit dem ich mich seit ewig herumschlage, nämlich der Regulierung der Steueroasen und der Besteuerung von mobilen Einkommensbestandteilen, insbesondere der Gewinne auf Finanzanlagen und der Gewinne großer transnationaler Unternehmen. Die letzten Europawahlen waren sehr stark geprägt, und ich kann mich nicht erinnern, dass es bisher schon Europawahlen gab, die so stark davon geprägt waren, von der Bewegung Fridays for Future. Das hat in vielen europäischen Ländern sehr großen Niederschlag gefunden und hat sicherlich das öffentliche Klima, und das zeigen auch Umfragen sehr deutlich in sehr vielen der Mitgliedsländer, dazu geführt, dass das Top-Thema für die Wahlentscheidung zum Europäischen Parlament letztes Jahr 2019 eben die Frage nach Klimaschutz war. Regelmäßig ist auch die Frage nach Klimaschutz und ökologischen Grenzen Top-Thema für die Bürgerinnen und Bürger, was Europa mehr und effektiver machen soll. Viel mehr übrigens als der Sozialstaat. Die Reaktion auf diese Wahlen war sehr interessant. Die großen Proteste davor, die monatelangen öffentlichen Auseinandersetzungen rund um die Tatsache, dass die europäischen Staaten zwar eine große Verantwortung für den Klimawandel haben, bisher aber, was die Umsetzung des Pariser Klimavertrags angeht, hinter ihren internationalen Verpflichtungen zurückbleiben, das hat die Wahlen geprägt. Das hat dann dazu geführt, dass unter anderem wir Grünen unser Ergebnis fast verdoppeln konnten. Ich war ja in Deutschland zusammen mit Ska Keller Co-Spitzenkandidat der Grünen. Wir hatten das erste Mal über 20% auf Bundesebene. Und ähnlich war das auch in anderen europäischen Staaten. Genauso gibt es weitere Länder, die in diesem Bereich Spitzenergebnisse hatten. Diese Situation hat dann zu etwas geführt, womit eigentlich vorher keiner gerechnet hatte. Im Parlament wurden Koalitionsverhandlungen geführt. Und das ging mehrere Wochen. Und eigentlich war ja vor den Europawahlen das Versprechen, dass einer der Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin der europäischen Parteifamilien dann auch Kommissionschef wird. Im Europaparlament gab es ein elendes Unklarheit zwischen vor allem Sozialdemokraten und Christdemokraten, wer denn nun
Kommissionschef wird, ob das Herr Weber wird oder Herr Timmermans. Und es haben vier Parteifamilien miteinander zum ersten Mal sowas wie Koalitionsverhandlungen geführt. Und das war unglaublich schwierig, mit dem Ergebnis, dass sich die beiden größten Parteien nicht einigen konnten und dann der Rat in die Situation kam, selbst eine Kommissionschefin vorzuschlagen, nämlich Ursula von der Leyen. Und das Parlament hat das dann akzeptiert, damit auch im Grunde das Versprechen an die Wählerinnen und Wähler gebrochen, dass sie entscheiden, wer Kommissionschef wird, weil das Verfahren einfach nicht klar war. Und der Rat hat diese Möglichkeit ergriffen. Was dann allerdings passierte, war eigentlich schon bemerkenswert, weil Ursula von der Leyen, die kennen wir ja aus Deutschland ganz gut, die ist, und man kann über sie vieles sagen, aber als Umweltpolitikerin ist sie noch nie aufgefallen. Und seitdem, und mit ihrer Nominierung hat sie dann dafür gesorgt, dass sie praktisch ein Programm vorgelegt hat, das unter dem Leitmotiv Green Deal stand. Und somit kann man schon sagen, dass die Europawahlen und auch die Bewegung Fridays for Future einen sehr direkten Effekt auf das Programm der Europäischen Kommission hatte. Zwar ist es dem Europaparlament nicht gelungen, eine richtige Koalitionsvereinbarung zu treffen, aber die Kommissionschefin hat dann ein Programm vorgelegt und ist auf dieser Basis auch vom Europaparlament gewählt worden. Und hat in diesem Programm die ökologische Transformation ganz nach vorne gestellt. Natürlich ist das ein Kompromisstext. Das ist kein sozial-ökologisches Programm aus der Feder von Fridays for Future. Aber es ist eine Richtungsänderung europäischer Politik, wie sie nach einer Europawahl, und ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, es bisher nicht gegeben hat. Dass also eine europäische Wahl dafür gesorgt hat, dass die Kernstrategie der EU neu geschrieben wurde, das ist Neuland. Und Frau von der Leyen hat dann im Rahmen dieses Programms eben auch zugesagt, dass ein umfassendes Programm zur Ökologisierung der europäischen Wirtschaft vorgelegt wird, dass dieses Programm beinhaltet, dass das europäische Treibhausgasminderungsziel von minus 40% bis 2030 gegenüber 1990, was bisher Status quo im Rahmen des Pariser Vertrags ist, abgesenkt wird auf minus 55% mindestens. Das war vorher noch absolut undenkbar für die EU-Kommission, für einen Teil der Christdemokraten und der Liberalen. Wir hatten dafür auch keine stabilen Mehrheiten im Europaparlament. Das ist ein direktes Ergebnis der Europawahlen. Und damit zeigte sich, dass die europäische Demokratie, obwohl wir die Macht so stark mit dem Rat teilen und der Rat sehr häufig das mächtigere Gremium in Europa ist als das Europäische Parlament, trotzdem größere Rechtungsänderungen möglich sind. Zumindest in diesem Falle war dies möglich. Dann kam die Corona-Krise und viele haben gedacht, so, das war es jetzt mit dem europäischen Klimaschutz und dem Green Deal. Das wird jetzt alles vergessen. Das ist bisher nicht eingetreten. Was bisher eingetreten ist, die EU-Kommission hat eine Mitteilung vorgelegt mit den Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Green Deals. Ein Horror für viele konservative Lobbyisten. Die EU-Kommission hält Kurs. Ich muss sagen, ich bin selber überrascht, trotz der Intensität klimaskeptischen Lobbyismus rund um Brüssel, aber auch der Mitgliedstaaten, hat die EU-Kommission bisher ihre Versprechen eingehalten. Sie hat ein Klimagesetz vorgelegt, das viel stärkere Treibhausgasminderungen vorgesehen hat, als das bisher zumindest geplant war. Das Europaparlament hat auch noch gesagt, das reicht uns nicht. Wir wollen nicht nur mindestens minus 55, wir wollen 60% Treibhausgasminderung. Wir wollen ein Ende der fossilen Subventionen in Europa und noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen, die will ich nicht alle aufzählen. Aber das Parlament hält Kurs und die Kommission hält im Verhältnis auch Kurs. Und selbst die Mitgliedsländer haben ihren klimapolitischen Kurs verschärft. Jetzt muss man ergänzend also sagen, in dieser Hinsicht zeigt sich, dass die europäische Demokratie und die Bürgerinnen und Bürger sehr wohl in der Lage sind, über die Europawahlen die Richtung der Politik in Europa zu verändern. Es gibt daher auch keinen Grund,
für Frust von Seiten der gut organisierten und international agierenden Klimaschutzbewegung, sondern vielmehr zeigt sich, in kurzer Zeit ist es zu Korrekturen gekommen. Ist das alles ausreichend, um auf einem 1,5 Grad Pfad zu sein? Nein, das ist nicht ausreichend, aber es ist ein großer Schritt dahin im Verhältnis zu dem, was wir noch 2018, Anfang 2019 Beschlusslage war. Und das ist ja nun noch nicht lange her. Dazu muss man noch sagen, dieses Programm, was die EU-Kommission verfolgt, ist ein Green Deal. Es ist von seinem Anspruch her natürlich nicht grüne, reine Lehre. Es ist weiterhin ein Wachstumsprogramm. So wird es auch benannt. Es ist ein Programm, das zusätzliches Wirtschaftswachstum durch ökologische Investitionen schaffen soll und gleichzeitig den Treibhausgasemissionspfad radikal senken soll. Es ist zudem auch kein Green New Deal, wie es öfter manchmal durcheinandergebracht wird. Der Green New Deal, mit dem die europäischen Grünen, aber auch einige andere Parteifamilien, die kleineren, angetreten sind, hat natürlich einen viel weitergehenden Anspruch, nämlich die makroökonomischen Stellschrauben zu verändern. Weniger Ungleichheit, höhere Steuern auf Vermögende und hohe Einkommen, einen höheren Staatsanteil in der Wirtschaft im Sinne von mehr Bildung, mehr Soziales, weniger, könnte man sagen, einfach materiellen Konsum, mehr Zukunftsinvestitionen und eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte. Diese Elemente sind nicht enthalten im Green Deal, wie er jetzt von der EU-Kommission verfolgt wird. Es ist ein Programm europäischer Regulierung im ökologischen Sinne, ökologischer Zukunftsinvestitionen und auch der Bepreisung von CO2 und des Schutzes der europäischen Außengrenzen mit einer Grenzausgleichsabgabe. Es ist aber eben kein Green New Deal, es ist ein Green Deal. Es ist nicht die Forderung, die großen makroökonomischen Stellschrauben des Kapitalismus zu verändern, so wie es Roosevelts New Deal in den 30er Jahren vorgesehen hat, sondern es ist eben ein Green Deal. Ja, aber trotzdem muss man sagen, die Kommission hält Kurs, die Richtungsänderungen finden statt. Wie weit sie jetzt in der realen Welt tragen werden, das zeigt sich natürlich jetzt erst bei der konkreten Sektorgesetzgebung. Die wird jetzt genau dieses Jahr ausgerollt. Die EU-Kommission wird insgesamt circa 60 Gesetze reformieren. Und dann muss das, wenn die Kommission das vorgeschlagen hat, durch die Co-Gesetzgeber, also Rat und Parlament, beschlossen werden. Und in dieser Setzung der Detailregeln wird sich dann am Ende entscheiden, wie viel Zähne dieser Green Deal tatsächlich bekommt, ob wir unsere Zusagen im internationalen Klimaschutz werden halten können, nämlich die Treibhausgasminderung um auf 2 Grad zu begrenzen, möglichst 1,5 Grad. Und da zählt jedes bisschen, jeder Schritt, weil wir wissen, dass schon 1,5 Grad zu katastrophalen Folgen für einige Regionen der Welt natürlich führt. Wichtig ist allerdings, wenn wir jetzt den Test machen, haben deshalb Schaab, Fisahn, Streeck und die vielen anderen progressiven Skeptiker der europäischen Einigung Recht oder Unrecht, dann muss man sagen, ja, sie haben also scheinbar erstmal haben sie in Bezug auf die ökologische Krise Unrecht. Denn tatsächlich ist die Europawahl stärker, als man zunächst denkt. Aber als auch richtungsverändernder Möglichkeit. Aber man muss sagen, hier war es ein relativ einfacher Fall, denn Klimaschutzgesetze werden in Europa wie alle Umweltgesetze, wie auch Verbraucherinnenrechte, wie Antidiskriminierung und viele andere Rechtsbereiche, alles, was mit dem Binnenmarkt zu tun hat, in Mehrheitsentscheidungen getroffen. Das heißt, im Rat der Mitgliedsländer brauchen wir keinen Konsens. Wir brauchen dafür auch keine Vertragsänderungen. Schon heute hat die europäische Ebene die Kompetenzen, dort starke Veränderungen vorzunehmen. Anders sieht es allerdings bei anderen Aspekten aus, die unsere Wirtschaftsordnung ausmachen. So in dem zweiten Thema der Steuerpolitik war der Veränderungsanspruch
viel geringer, den von der Leyen nach der Wahl formuliert hat. Wir haben in Europa Länder, die notorische Steueroasen sind und die wissen sehr genau, dass im Normalfall Europa nur im Einstimmigkeitsverfahren daran etwas ändern kann, solange zumindest die Verträge nicht geändert werden. Und das hat auch dazu geführt, dass bisher es sehr wenige konkrete Erfolge, die wirklich durchschlagend sind, es im Bereich der stärkeren Harmonisierung der Steuerpolitik gegeben hat. Es gab zwar Gesetze und auch nach der Veröffentlichung der großen Steuerskandale, LuxLeaks, Panama Papers und so weiter, gab es zwar Korrekturen, aber durchschlagend war das alles nicht. Darüber könnte man jetzt sehr lange reden, das will ich Ihnen ersparen. Ich bin nur überzeugt davon, dass es ohne eine tiefgreifende Veränderung im Bereich der Besteuerung es keine Reduktion sozialer Ungleichheit gibt. Wir werden auch Probleme bekommen bei der Umsetzung des Green Deals, weil nur wenn wir letztlich auch ökologische Steuern haben, die Lenkungswirkung entfalten, können wir so große ökologische Korrekturen vornehmen, wie wir sie brauchen. Und daher ist diese Einstimmigkeit im Steuerbereich eine echte Plage. Im Bereich der Umweltbesteuerung haben wir einen Ausweg über das Emissionshandelsverfahren, das im Mehrheitsverfahren entschieden werden kann. Aber im richtig harten Bereich der Steuern brauchen wir die Einstimmigkeit. Und dort ist die Fähigkeit der EU, tatsächlich im europäischen Gemeinwohlinteresse oder im Interesse der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zu handeln, sehr stark beschränkt durch die Vertragsordnung. Und da kann man schon sagen, dass es gegen die bisher vereinbarten Verträge sehr schwierig ist, weiterzukommen. Und deshalb folgt daraus, dass wenn wir im Binnenmarkt soziale Ungleichheit begrenzen wollen, wir an der Stelle auch zu einer Änderung der Verträge kommen müssen. Bis dahin gibt es einige Tricks und Auswege, wie zum Beispiel, dass einige Staaten vorangehen mit stärkerer Steuerkooperation und das ist auch im Rahmen der Verträge möglich, hindert allerdings Steueroasen nicht daran, weiter da Konkurrenz zu machen, wogegen man im Rahmen der Verträge nicht viel tun kann. Aber in diesem Bereich wird es strukturelle Reformen der EU in Zukunft brauchen. Deshalb war dem Parlament auch wichtig, dass auch nach der Erfahrung mit der Ernennung von der Leyen, die ja, wie gesagt, ein Bruch der Versprechen der großen Parteifamilien in Europa war, an den Wählerinnen und Wählern, dass es eine Reform der europäischen Demokratie gibt. Und dieses Jahr verspätet, Corona-bedingt, soll die Zukunftskonferenz zur Zukunft Europas aufgelegt werden, also ein großer Partizipationsprozess mit dann am Ende Änderungen der europäischen Verträge. Wir werben dafür, dass wir in allen Rechtsbereichen zur Überwindung des Einstimmigkeitsprinzips kommen, sodass dann hoffentlich irgendwann mal die Chancen noch besser stehen, auch in den Bereichen stärker in die Marktergebnisse einzugreifen und in die Marktordnung einzugreifen, wo das mit sozialer Ungleichheit zu tun hat. Auch im Bereich der sozialen Sicherung sind die Kompetenzen, die die europäische Ebene hat, nicht auf der gleichen Höhe wie die Tiefe der Integration des Binnenmarktes eigentlich fordern würde. Damit würde ich sagen, wenn man mal fair ist, glaube ich, dass an den Ausgangspunkt meiner Einlassungen zurückzukommen, in gewisser Weise beide Positionen, eine sozial-ökologisch optimistische Position auf die europäische Einigung, als auch die eher links-souveränistisch argumentierenden Kritiker der Europäischen Union, beide in gewisser Weise einen Punkt haben. Die Optimisten haben aus meiner Sicht recht, dass Europa auf die globalen Ergebnisse, gerade beim Klimawandel, aber auch bei den großen Fragen der Kontrolle der Instabilität unseres Wirtschaftssystems, bei großen Fragen von Krieg und Frieden und auch zu einer gerechteren Weltordnung insgesamt, Europa nur als Ganzes im Sinne seiner Werte mächtig werden kann und Einfluss nehmen kann, gerade wenn wir den Pariser Klimavertrag auch als Ergebnis europäischer Diplomatie sehen, sieht man auch, dass da sehr wohl progressive Potenziale liegen und die kann nur ein geeintes Europa heben.
Auch zeigt der Green Deal, dass man sehr wohl optimistisch sein kann, dass BürgerInnenbewegungen die Richtung europäischer Politik ändern können. Wenn es allerdings um Steuerpolitik und soziale Fragen im engeren Sinne geht, also klassische Sozialpolitik, dort sind die Verträge leider so, dass solche Richtungsänderungen tatsächlich schwer sind. Wenn wir also die europäische Einigung weiter vorantreiben wollen, wofür ich persönlich und wir Grünen natürlich sehr sind, dann brauchen wir hier auf Dauer auch entsprechende Reformen an den europäischen Verträgen, die eben dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Wahlentscheidung auch größere Richtungsänderungen vornehmen können. Das wäre auch ein Gegengewicht zu dem starken Einfluss von Sonderinteressen, die wir sowohl auf nationalstaatlicher Ebene wie auch auf europäischer Ebene in Form von sehr gut organisierten Lobbys sehen. Und eine solche Möglichkeit, durch Wahlen tatsächlich Richtungsänderungen vorzugeben, das brauchen wir aus meiner Sicht auch im Bereich der Steuer- und Sozialpolitik. Dann wird Europa tatsächlich zu einer Chance in Zeiten der Globalisierung, soziale und ökologische große Kurskorrekturen vorzunehmen, die wir so bitter brauchen. Wir sind im Klima- und Umweltbereich auf dem richtigen Weg. Wir sind noch nicht auf 1,5-Grad-Zielniveau, aber wir sind einen großen Schritt dahin vorangekommen die letzten 2 Jahre. Ich bin gespannt, wie Sie, wie ihr auf die europäische Einigung blickt und auf das Potenzial, über diese Ebene sozial-ökologische Transformation voranzubringen. Ich bin daher besonders gespannt auf diese Diskussion und bin auch gespannt, wie viel Optimismus und Bereitschaft es gibt, so viel europäische Demokratie zu wagen, wie wir das aus meiner Sicht zumindest brauchen würden, um in der Globalisierung dafür zu sorgen, dass Europa ein Raum eines sozial-ökologischen Entwicklungsweges beschreiten kann, der unsere Art des Wirtschaftens mit den Grenzen des Planeten und einer Gesellschaft, die zusammenhält, zusammenbringt. Ja, soweit erstmal. Ich danke und bin gespannt auf die Diskussion. Also das ist eine ganz besonders bittere Geschichte, weil ich selber komme eigentlich aus dem klassischen Naturschutz. Und für mich ist die europäische Agrarpolitik das eine einzige Katastrophe. Am Montag haben Macron und Merkel, das haben Sie vielleicht gesehen, bei dem großen One Planet Summit schöne Erklärungen abgegeben über die globalen Arten- und Naturschutz. Aber vorher unter deutscher Ratspräsidentschaft die gemeinsame Agrarpolitik im Wesentlichen so gelassen, wie sie bisher ist. Und das ist für den Naturschutz sowohl in Europa wie international natürlich eine einzige Katastrophe. Wir geben das Geld im Wesentlichen als Flächenprämie. Das heißt, jeder bekommt die gleichen europäischen Zuschüsse pro Hektar Land in landwirtschaftlicher Nutzung, egal was da stattfindet. Egal ob ökologisch mit mehr oder weniger Tierleid, mit mehr oder weniger Beschäftigung auf dem Land, ob das nun riesige kapitalmarktgetriebene Bodeninvestoren sind, denen das Land gehört, oder eine eher bäuerliche Landwirtschaft, wurscht, jeder kriegt das Gleiche pro Hektar. Die Folge, eine immer weitere Intensivierung der Landwirtschaft, wird nicht mit Hilfe dieses großen Geldeinsatzes bekämpft, sondern im Grunde wird gesagt, das ist okay, jeder kann dort im Rahmen relativ geringer Anforderungen machen, was er oder sie will. Dieses Geld muss schon lange eigentlich ein Instrument des Wandels für die Art der Landnutzung werden und auch des Umgangs mit unseren Mitgeschöpfen. Und das ist leider nicht passiert. Wir waren die Einzigen, die das plakatiert haben, eine andere Agrarpolitik bei der Europawahl. Wir konnten das nicht durchsetzen. Warum? Und das ist ja interessant. Also man hat gesagt, Green Deal, ganz groß überall draufgeschrieben, aber die Agrarpolitik wurde im Kern nicht verändert. Im Moment verhandeln zwar noch Rat und Europaparlament über die Details, aber beide Verhandlungspositionen sind gegründet auf der gleichen Kommissionsvorschlag, der noch von der Juncker-Kommission kam. Und die EU-Kommission hatte gesagt, als sie den Green Deal verabschiedet hat, wir legen keinen neuen Vorschlag vor. Wir haben gemeinsam mit der Zivilgesellschaft
gesagt, bitte, liebe EU-Kommission, ihr habt jetzt gesagt Green Deal, dann müsst ihr auch einen neuen Vorschlag vorlegen, der dem entspricht. Und da hat von der Leyen von vornherein gesagt, das macht sie nicht. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum wir sie nicht mitgewählt haben, weil sie nicht bereit war, die Agrarpolitik zu verändern. Und das ist bis heute so. Wozu es eigentlich dann doch noch kam, ist, dass ein Parallelgebäude errichtet wurde. Und das ist ziemlich absurd, nämlich die sogenannte Farm-to-Fork-Strategy, also vom Bauernhof auf den Teller-Strategie. Das bedeutet jetzt folgendes absurdes Ergebnis: Während die Agrarpolitik, die gemeinsame Agrarpolitik mit all dem Geld im Wesentlichen so unkonditioniert bleibt, wie sie ist, kann man jetzt über Details reden, aber im Wesentlichen bleibt sie, wie sie bisher schon war und zerstörerisch war, wird jetzt eine Parallelgebäude errichtet, wo mit Regeln dafür gesorgt werden soll, dass Pestizideinsatz sinkt, dass der Düngemitteleinsatz sinkt, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird. Sie haben das ja gesagt, Herr Haas, ich habe mal Wirtschaftswissenschaft studiert. In der Wirtschaftswissenschaft lernt man eine grundlegende Erkenntnis: Anreize verändern die Welt. Incentives matter. Wenn ich also das Geld nicht hart konditioniere, aber daneben lauter Regeln und Verordnungen mache, dann wird das vermutlich nicht so viel zu sehr viel führen. Aber gut, jetzt seien wir fair, die Farm-to-Fork-Strategy wird irgendwann kommen, die wird auch irgendwann Wirkungen entfalten. Allerdings die gemeinsame Agrarpolitik, muss ich ehrlich sagen, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass hier etwas kommt. Und ich muss das ganz klar adressieren, wie das kam. Die Sozialdemokraten im Europaparlament waren sehr wohl bereit, Korrekturen vorzunehmen. Als sie aber dann merkten, sie haben keine Mehrheit, weil Liberale und Christdemokraten das beide nicht wollten, sind die dann auf einen sehr schwachen Kompromiss eingeschwenkt. Wir haben dann nicht mitgemacht, die Linke hat dann nicht mitgemacht. Aber wir haben diese Auseinandersetzung verloren. Dazu waren die Wahlergebnisse leider so, dass wir eben für eine ökologisch starke Transformation immer nur knappe Mehrheiten, wenn überhaupt, haben. Und in der Agrarpolitik ist es eben so, die Bauernlobby, und man muss sagen, die Lobby der großen Bauern, nicht unbedingt der kleinen, nachhaltig Wirtschaftenden, ist unglaublich stark, sowohl in Brüssel wie auch in den Mitgliedstaaten. Und das Ergebnis ist so. Die Frage nach dem Beihilferecht, da liegt der Teufel wirklich im Detail. Und da kommt sehr genau darauf an, was man wie fördert. Also grundsätzlich kann natürlich der Staat sozial-ökologische Beihilfen geben. Tut er auch in großem Umfang. Ja? Dafür gibt es sehr genaue Regeln, je nachdem, worum es geht. Und es gilt in dem Bereich natürlich immer das Prinzip der Nichtdiskriminierung. Also wenn ich allen Unternehmen gleichermaßen für den gleichen Typus von öffentlichem Gut, das ein Unternehmen etwa sozial oder ökologisch bringt, eine Beihilfe gebe, so ist das sehr oft genehmigungsfähig. Hi. Und aber da muss man wirklich Bereich für Bereich anschauen. Und nehmen wir mal die Energiewende, ja. Also es gibt klare Grenzen, was man für Unternehmen erneuerbaren Strom tun darf. Aber in Deutschland nutzen wir die Spielräume des europäischen Beihilferechts gar nicht aus. Also zum Beispiel, wir haben diesen Bereich der Ausschreibung von Windanlagen. Da gibt es im europäischen Recht ab mehr als 6 Windanlagen muss ich Windparks ausschreiben, also ein Ausschreibungsverfahren machen. In Deutschland muss man in das Ausschreibungsverfahren ab dem ersten Windrad. Also da wird richtig Spielraum für Bürgerenergie eigentlich vom deutschen Gesetzgeber, also konkret Herrn Altmaier, nicht ausgeschöpft. Und also das europäische Beihilferecht lässt eigentlich einen stärker regulierten Marktzugang für WindanlagenbauerInnen zu, dass Deutschland überinterpretiert diese Regeln. Das Erneuerbare Energiegesetz wird in der jetzigen Form eben nicht als Beihilfe gewertet, sondern diese erhöhte Einspeisevergütung ist mit dem europäischen Recht vereinbar. Und so muss man das jetzt wirklich Sektor für Sektor sehr genau
anschauen. Was nicht unbegrenzt möglich ist, zu sagen, dass man eben bestimmte Akteure vom Erneuerbaren Energiegesetz ausnimmt. Also, dass man eben sagt, die Umlagefinanzierung wird nur bestimmten Unternehmen aufgebürdet, anderen nicht. Da gibt es Grenzen, was Europa zulässt. Und so muss man das jetzt Sektor für Sektor sehr genau angucken. Da gibt es auch jeweils Beihilferichtlinien, was möglich ist und was nicht. Aber generell gesagt, kann man sagen, das Europaparlament fordert, dass im Sinne des Green Deals das Beihilferecht weiter geöffnet wird, um den Staaten mehr Möglichkeiten zu geben, in die sozial-ökologische Transformation hineinzugehen. Die Kommission hat auch angekündigt, dass sie darauf reagieren wird. Also so, dass das als Zweite war, die Frage, ob Europa mehr tun kann, um Formen von, ich würde das mal soziale und solidarische Ökonomie nennen, um die zu befördern, also gemeinschaftsorientierte Formen des Wirtschaftens. Und da gibt es in dem Arbeitsprogramm der Kommission von der Leyen die Zusage, bis Ende diesen Jahres ein Aktionsprogramm vorzulegen zur Förderung der Sozialwirtschaft in Europa. Und das ist eben genau das Gemeinte. Also Europa wird ein Aktionsprogramm in dem Bereich vorlegen. Und wir arbeiten derzeit an der Ausgestaltung. Es gibt so eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten, die sich für diesen Bereich der Wirtschaft interessieren. Und da die Intergroup on Social Economy. Und da bin ich der grüne Vertreter und sammle jeden konkreten Vorschlag, der in diesem Aktionsprogramm aufgenommen werden soll. Sicherlich ein Kernprojekt ist noch weitere Verbesserungen, dass kommunale und staatliche Aufträge bevorzugt an Unternehmen gegeben werden können, die sozial-ökologisch wirtschaften. Also erstmal würde ich sagen, auch ein Programm, das sich auf ökologische Fragen beschränkt, ist wert, dafür zu kämpfen. Also das wäre erstmal das Erste. Deshalb finde ich den Green Deal, so wie er jetzt konzeptioniert wird, selbst wenn es kann, wenn er eben diese Fragen sozialer Ungleichheit, stärkerer Finanzmarktkontrolle nicht enthält oder nur schwach enthält, finde ich ihn trotzdem ein ganz bemerkenswertes Reformprogramm für diesen Kontinent, der auch es sozusagen wert ist, dafür zu kämpfen. Ich finde das deshalb so wichtig zu sagen, weil ich erlebe eins, was mich wirklich auch ein Stück ratlos lässt. Viele der Kids, die auf die Straße gegangen sind, bei Fridays for Future, die haben in so kurzer Zeit die Welt verändert. Und gleichzeitig sehen die mit so viel Bitternis auf ihre Bewegung. Und ich finde, die könnten viel stolzer sein. Und gerade in Europa könnten sie viel stolzer sein und sagen, da hat sich wirklich was bewegt. In so kurzer Zeit hat diese Streik- und Protestbewegung etwas verändert. Wenn man überlegt, wie lange früher Bewegungen gebraucht haben, die Anti-Atom-Bewegung, wie lange die gebraucht hat, die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, das waren jahrzehntelange Kämpfe. Und die Generation Fridays for Future hat häufig noch nicht mal mit Wahlrecht diese Welt so schnell verändert. Und ich finde das so wichtig, das zu sagen. Und das lohnt sich auch, für diese Veränderungen zu streiten. Und natürlich hätte ich gerne einen tieferen, echten Green New Deal. Aber was müsste dazu passieren? Ich glaube, erstmal muss man eingestehen, dass das nicht einfach nur ein Problem von Vertragsgestaltung ist, sondern auch eines von gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen. Es ist einfach auch eine Tatsache, es gab riesige Proteste wegen des Mangels an Klimaschutz. Ich habe keine riesigen Proteste gesehen wegen des Mangels an Steuern auf die Reichen, wegen des Mangels wegen der zu großen sozialen Ungleichheit. Es gab Proteste. Große Proteste in einem Teil Europas gegen übermäßige Austeritätsmaßnahmen während der Eurokrise. Die haben auch Politik verändert in einigen Staaten, zum Beispiel in Spanien, dass es dort jetzt eine eher Mitte-Links-Regierung gibt und keine Mitte-Rechts-Regierung mehr. Richtig. Aber es gab dafür in anderen europäischen Ländern
regelrecht bürgerliche Mehrheiten für noch mehr Austerität. Und daher gab es dort auch nicht einen Willen einer europäischen Zivilgesellschaft für eine solche Kurskorrektur. Also ich muss erst mal feststellen, der Green New Deal ist nicht nur an den Sharpschen und Streeckschen Restriktionen europäischer Verträge gescheitert, sondern auch daran, dass es keine europäische Bewegung für einen solchen großen Wandel gibt. Und die, die das versucht haben, zum Beispiel Diem25 mit Varoufakis, hat nun keine Massenbewegung ausgelöst. Ich bin persönlich kein Varoufakis-Fan, da kann ich viel zu sagen, aber er hat es auch nicht geschafft mit seinen Leuten. Also, aber Greta und Co. und im Leib hat die Wahlergebnisse stark verändert. Und so insofern braucht es weiter auch einen Wandel, sowohl in der Zivilgesellschaft wie auch in der Wirtschaftswissenschaft in diesen Fragen. Solange die große Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen sagt, im Grunde ist eine, wenn auch abgemilderte Form des Marktliberalismus weiter das Richtige, solange wird sich auch Politik nicht so grundlegend ändern. Ich bin eher schon überrascht, wie weit die Änderungen gehen. Also wenn man sieht, was die Europäische Zentralbank sich heute traut und wie weit die auch auf dem Weg sind, eine Begrünung der Geldpolitik zu machen, dann geht das ist das viel progressiver als der Mainstream, mindestens mal der deutschen Volkswirtschaftslehre. Und von daher würde ich sagen, ja, um da wirklich weiterzukommen, muss man sicherlich unter den Ökonominnen und Ökonomen weiter die Kräfteverhältnisse verändern. Deshalb ist das so wichtig, was im Bereich der pluralen Ökonomik passiert. Deshalb begrüße ich auch, was bei Cusanos, wo ja schon lange offener, heterodoxer über ökonomische Fragestellungen diskutiert wird, das begrüße ich und finde, das ist wichtig. Aber das braucht man natürlich in einer viel größeren Breite. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass es einen systematischen Einfluss hat, was Geld in der Politik generell darf. Also wir erlauben auf allen Ebenen der Politik zu viel an dem, was Geld darf. Also dass man große Spenden an Parteien und in Wahlkämpfe machen kann als Interessensgruppe. Dass Politik, die genehm war, hinterher mit Lobbyjobs nach Ende der entsprechenden Regierungszeit belohnt werden darf. Dass man im Bundestag weiterhin Abgeordneter und gleichzeitig Lobbyist sein kann. Diese Liste könnte ich ewig fortsetzen. Wir haben es immerhin geschafft, in der letzten Legislaturperiode, dass in Brüssel Lobbytreffen im Parlament, die wichtig sind, transparent gemacht werden. Das haben wir in keinem nationalen Parlament. Im Bundestag gibt es nicht mal ein vernünftiges Lobbyregister, geschweige denn Lobbytransparenz. Also das heißt, zu beschränken, was das Geld der Mächtigen in der Politik darf, ist sicherlich eine ganz strategische Stellschraube und dafür zu sorgen, dass umgekehrt die Stimme der vielen gestärkt wird. Also ich finde zum Beispiel Bürgerinnenräte eine ganz wichtige Politikinnovation, die es schaffen kann, dass die Stimme der vielen, auch gerade von Wählerinnengruppen, die gar nicht mehr zur Wahl gehen, die sozial weniger gut betuchten, dass deren Stimme in der Politik lauter gehört wird. Das wären mal so ein paar Stichworte. Vertraglich, glaube ich, ist der zentrale Punkt, dass eben auch Fragen des sozialen Ausgleichs auf der gleichen Ebene, zumindest mal auf Mindeststandardniveau geregelt werden müssen, wie der Markt. Das ist total zentral. Es macht keinen Sinn, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben, aber die Sozialstaatlichkeit und der Steuerstaat sind im Wesentlichen national. Das muss ins Dumping führen. Und das kann man ändern im Rahmen dieser Vertragsarbeiten, die kommen. Aber das wird natürlich, das ist schwer und das wird voraussetzen, dass dort eine starke öffentliche Debatte um diese Verfasstheit Europas entsteht.
Wenn man jetzt die deutsche Debatte anguckt und was mit der Bundestagswahl kommt, also ich glaube, das ist natürlich entscheidend, dass nach diesen Wahlen es zu einer wirklich glaubwürdigen Klimapolitik im größten Mitgliedsland Europas kommt. Da sind wir ja bisher nicht. Und dass Deutschland, wenn wir jetzt die Gesetzgebung auf europäischer Ebene verhandeln, nicht mehr auf der Bremse steht wie die letzten 10 Jahre, sondern diese ökologische Kurskorrektur auch wirklich möchte. Und jetzt erstmal unabhängig von der konkreten Regierungskonstellation muss das die Forderung sein. Und ich glaube persönlich, das Thema Kohle ist so ein bisschen durch, weil da ist jetzt ein Beschluss gefällt worden und der wird auch nicht mehr aufgemacht. Aber was man schaffen kann, ist, dass wir einfach so viel Erneuerbare zubauen, dass die Kohle unwirtschaftlich wird und viel schneller als 2038. Und da sind wir jetzt ja schon, dass die aus der Kette rausfallen. Deshalb glaube ich, jetzt an ein anderes Datum sich zu knüpfen, das hilft nicht so viel. Die beiden Themen, wo wirklich Musik drin ist, aus meiner Sicht, ist das Thema Wohnen und Verkehr. Das sind die beiden großen Themen und man könnte noch ergänzen, das Thema Agrar, Landwirtschaft, Tierhaltung, das sind drei sehr alltagsbezogene Themen, wo Leute das wissen wollen, wo geht die Reise hin? Und da gibt es einfach enorme Widerstände. Also die Liebe des Deutschen zum Verbrennungsmotor und zu dicken Autos ist nach wie vor ein wirklicher Hemmschuh. Und deshalb war der Dannenröder Forst, glaube ich, und die Bewegung dort, selbst wenn sie jetzt dort nicht konkret die Veränderung erreichen konnte, trotzdem der Startschuss für eine viel politischere Debatte um Verkehrspolitik. Und ich finde es so, das zweite, das Thema Wohnen und das treibt die Menschen um. Und daran hängt ein anderer relevanter Teil der Treibhausgasemissionen. Und zu guter Letzt das große Tabu um Ernährung und Tierhaltung, wo wir, glaube ich, eigentlich gesellschaftliche Mehrheiten für eine viel strengere Regelung haben, die aber derzeit politisch blockiert sind. Und das wären zumindest mal drei große Felder von Parteipolitik, halte ich mich hier fern. Das gehört sich bei solchen Vorträgen nicht. Es gibt natürlich Politiken, die einem nicht gefallen, aber daraus kann ich noch keine europäische Verfassungskrise ableiten. Also natürlich gefallen mir bestimmte Politiken nicht. Das ist Demokratie, dass man da gewinnen und verlieren kann. Aber die These ist ja, und nur mit der habe ich mich auseinandergesetzt, größere Richtungsänderungen weg vom Marktliberalismus sind nicht möglich. Und da würde ich halt sagen, im Rahmen der europäischen Verfasstheit. Und da würde ich halt sagen, also gerade im ökologischen stimmt das nicht. Natürlich gibt es nach wie vor unökologische Politiken. Die gefallen mir auch nicht. Aber der Grund liegt nicht in der Verfasstheit Europas, sondern der liegt eben in gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und Wahlergebnissen. Also zum Beispiel nehmen wir mal deine Handelspolitik, womit ich mich die letzten Jahre sehr viel beschäftigt habe. Ich finde diese Handelsverträge, die einfach nur weiter liberalisieren, aber keine ökologisch-sozialen Standards verbindlich setzen, ich finde die total unsäglich. Das entspricht nicht der sozialen Marktwirtschaft, aber es ist eine Mehrheit im Europaparlament, die immer ratifiziert. Gäbe es eine andere Mehrheit im Europaparlament, würden die auch nicht ratifiziert. Es gibt keine Notwendigkeit in den europäischen Verträgen, diese blöden Verträge immer zu ratifizieren. Alle Mitgliedstaaten müssen die ratifizieren. In Einstimmigkeit. Das tun die auch noch immer. Das gefällt dir scheinbar nicht, das gefällt mir auch nicht. Aber ich muss das leider erst mal konstatieren. Und so müsste man jetzt Thema für Thema auseinandernehmen. Mit dem Beihilferecht, dass das europäische Beihilferecht so restriktiv ist, was sozial-ökologische Fragen ist. Mehrheitsentscheidung. Die gefallen mir nicht. Aber wir haben immerhin vor 15 Jahren eine sozial-ökologische Reform des Beihilferechts bekommen.
ist damals von Heide Rühle, meiner baden-württembergischen Kollegin, durchs Europaparlament gebracht worden, wo man auch sehen konnte, da ist sehr wohl Bewegung drin. Seitdem dürfen zum Beispiel Kommunen ökologische Unternehmen bevorzugen, selbst wenn sie teurer sind, gegenüber weniger ökologischen. Wiederum, das sind Mehrheitsentscheidungen. Wo ich das wirklich schwieriger finde, ist, und wo ich Scharp von Streeck und so weiter mehr Recht geben würde, ist da, wo in den europäischen Verträgen Einstimmigkeit festgelegt ist. Weil da ist es tatsächlich so, dass ein Mehrheitswille sich kaum artikulieren kann. Aber da, wo das nicht der Fall ist, finde ich deren Argument nicht sehr überzeugend. Etwas spöttisch gesagt, es ist nicht ganz untypisch, dass diese Kritiker der europäischen Einigung in aller Regel ihre Europakritik nicht ökologisch begründen, sondern von den Verteilungsverhältnissen her. Also in den Büchern, für die ist Neoliberalismus nicht die Zerstörung des Planeten. Das fand ich aber nie überzeugend. Also aus einer grünen Sicht, ich finde, die Frage nach Marktradikalismus stellt sich auch aus ökologischer Sicht. Und das ist nicht nur eine soziale Frage, das ist auch eine ökologische. Und natürlich ist die ökologische Frage wieder auch eine soziale. Aber insofern waren Streeck und Scharf und so weiter auf dem ökologischen Auge immer relativ blind. Und deren Neoliberalismus-Konzeption war immer nur von der tendenziell von Fragen von sozialer Ungleichheit und Unsicherheit geprägt. Das ist auch wichtig, aber das ist eben eine sehr wenig ökologisch durchdachte Sicht auf die Dinge. Die Zivilgesellschaft muss lernen, über den nationalen Blick hinauszukommen. Also viele der Regeln, ob Zugangshürden wegkommen oder nicht, werden eben heute europäisch entschieden. Und diese Kämpfe kann man nur gewinnen, wenn man sich europäisch organisiert. Und manche Bewegungen haben das gelernt. Wir haben ja vorhin über Fridays for Future geredet. Die haben selbstverständlich globale Streiks organisiert. Im sozialen Bereich aber sind die Bewegungen fast immer noch lokal und national. Und ich glaube, das ist etwas, wo mehr passieren kann. Und über Katrin gibt es diese Chance. Und jetzt will ich noch was Utopisches sagen, und das wird den Gebärdendolmetschern wahrscheinlich nicht gefallen. Ich beobachte mit großer Begeisterung, wie alle Formen von Übersetzungssoftware besser werden. Also ich schreibe inzwischen meine Presseinfos weitgehend auf DeepL. Ich schreibe die auf Deutsch und dann kriege ich einen englischen Text. Da muss ich nochmal durchgehen. Klar macht das Ding noch Fehler, aber die Fehler werden immer geringer. Ich glaube, dieser Punkt, dass die Kostenhürde, die du beschreibst, die wird kleiner werden, weil du wirst bald von einer Maschine diese Übersetzungen bekommen in einer Qualität, dass du zumindest dem sehr gut folgen kannst. Selbstverständlich wird das noch nicht so gut sein wie das, was die Gebärdendolmetscherinnen hier leisten. Aber ich glaube, Technologie kann uns an der Stelle helfen. Und wenn Digitalisierung hier Fortschritte bringt, dann wäre das ja eine Digitalisierung, die wir alle gut finden können. Die These meines Vortrags war ja gerade, dass es gelungen ist, große Veränderungen in den letzten anderthalb Jahren auch durch Wahlentscheidungen zu finden. Insofern würde ich die These nicht teilen, dass natürlich wir in einer Zeit von extrem vielen Informationen, vielen Veränderungen und auch entsprechend vielen gesetzlichen Reaktionen leben. Das stimmt. Also die Globalisierung und die technologische Beschleunigung, die wir erleben, führt auch zu einer immer schnelleren Entwicklung von Informationen, einer immer schnelleren Entwicklung von Gesetzgebung. Dagegen ist aber kein Kraut gewachsen. Also das ist vielleicht ein Stück das Schicksal unserer Zeit. Aber die Demokratie ist nicht prinzipiell handlungsunfähig. Und genau damit habe ich versucht, mich auseinanderzusetzen. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Europaparlament von seiner Konstitution her stärker einen Blick eines gesamteuropäischen Interesses formuliert, während im Rat sehr viele nationale Sonderinteressen vertreten werden. Also die VertreterInnen im Rat denken immer darüber nach,
Wie kommt eine bestimmte politische Forderung in der nationalen Öffentlichkeit an? Wie weit sind dort die Interessen des jeweiligen Staates berührt? Zudem, das Europaparlament, die Abgeordneten werden zwar auch in den Staaten gewählt, aber diese Wahlen sind alle 5 Jahre und eine Einzelentscheidung hat weniger direkte Konsequenzen. Daher tendenziell, und dann wird die Entscheidungsfindung in der Regel in europäisch zusammengesetzten Fraktionen im Mehrheitsverfahren beschlossen. Und das führt dazu, dass das Europaparlament mehr ein Gemeininteresse Europas formuliert. Und das Zweite ist, dass im Rat der Mitgliedsländer immer noch eine zweite Ebene der Politik hinzukommt, nämlich dass die Mitgliedstaaten tendenziell sagen, wir wollen gar nicht, dass Europa handelt, weil wir wollen Entscheidungsraum für uns behalten. Während das Europaparlament tendenziell immer will, dass am Ende möglichst viel europäisch geregelt wird, weil es ja das ist, was wir entscheiden. Und das führt dann tendenziell zu häufiger sozial-ökologisch progressiven europäischen Vorschlägen aus dem Europaparlament. Und das ist wirklich historisch so, ist auch oft untersucht, dass die Positionen des Europaparlaments bei Fragen Verbraucherschutz, Antidiskriminierung, sozialen und ökologischen Fragen progressiver sind als die des Rates der Mitgliedsländer. Ja, und da spielen wir Grünen auch eine Rolle, dass das so ist, und das mache ich sehr gern.